Okay, Freunde, auf zum Heiligen Garten oder wie auch immer. Warum brauchst du so ein großes Haus für dich? Sie werden nicht zurückkommen. 150 hey, Meter. Hey, Geralt, komm zurück. Warum? Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Keine Ahnung. Sieh einer an. Das muss Morgwag sein. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Oh. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das ist mal ein Fluch. Yeah. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Okay. Gut. Dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Mhm, ganz genau. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Mhm, besser. Mhm, besser. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ah, die Yennefer, ne? Die behandeln den Geralt alle wie Scheiße. Wie schmeckt dir das, Silber? Mhm. Oh. Sorry, ich bin gerade ans Mikro gekommen. Es war nur ganz leicht. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ah, super! Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein. Nein. Der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Oh. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Mhm. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Na, wen wohl? Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Das ist so cool, ne? Wie Geralt das alles nachvollziehen kann.
Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Noch mehr davon. Das Blut des Feiglings. Ja, ist ja gut. Aha. Sieht zwar nicht wirklich aus, als wäre da reingegangen, aber wo sonst? Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Geralt hat verrammelt gesagt. Entschuldigung. Wie außenrum? Vielleicht da hoch? Hüpf. Ah, sieht richtig aus. Okay. Bisschen hoch der Zaun. Der hier vielleicht nicht, oder? Mal am Balken. Nee, so nicht. Noch weiter außenrum. Genauso hoch? Nee, viel zu hoch. Wölfchen, was bewachst du? Kommen wir auf jeden Fall demnächst mal her und sammeln Kräuter. Off-Cam natürlich. So, was haben wir hier? Diverse Spuren. Alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Mhm. Da drin vielleicht. Denn hier hören die Spuren plötzlich auf. Ach, das ist gar kein drin, das ist nur so ein Schuppen. Das gar nicht bemerkt gehabt. Was haben wir da? Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Ja, wie ist die dann gestorben, wenn die keine Bissspuren hat? Blume? Achso. Haben wir schon. Das Problem ist, das sind die Monsterspuren. Die sind hier überall. Ich glaube, das sind die falschen. Ups. Der ist von hier gekommen. Hier ist er wieder. Der Typi. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon waren. Okay. Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Okay, also da hat er verrammelt. Okay. Oh, super. Jetzt sind wir wieder hier. Kratzspuren. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Einfach ist das. Okay. Ups. Verzeihung. In die Decke gesprungen. Da war eine Spinne, die hat mich erschreckt. Darum bin ich an die Decke gesprungen. Oh. Auch abgeschlossen. Dachte ich mir doch, dass das nicht so leicht ist. Tja. Ich bin gerade ein wenig überfragt, wie ich da hinkommen soll. Wegschießen können wir die Tür auch nicht. Hier geht es nämlich überhaupt nicht weiter. Außer vielleicht... Nee. Schwimmen? Echt jetzt? Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
kommt da gar nicht hoch, der Geralt. Ist mir bei so Luken. Kommst du hier irgendwie wieder raus, Geralt? Oder musst du hier jetzt sterben? Das Gefühl, der muss jetzt hier absaufen. Hier kommt man nämlich nirgendwo mehr hoch. Ich muss ja auch wieder ins Wasser springen. Ah ja. Ah, was ist denn hier? Tatzen. Guck doch mal, Geralt, das sind Tatzen. An der Wand. Ach, da geht's hoch. Warum sagt mir das keiner? Oh, Schildkraut. Schlecht. Ah, gut. Sind aber wieder Tatzen. Jetzt da haben wir ihn. Da komm ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. War's das? Ich glaub nicht. Ach so, hier ist der Hebel. Ist das jetzt offen? Ja, perfekt. Und nun? Abwärts, oder wie? Aha. Ja, also ich glaube, da hätte Yennefer nicht mitgemacht, hier rumzutauchen. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Heißt das Art? Moment. Nö. Hier vielleicht? Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Mit wem betest du eigentlich, Geralt? Du bist doch ganz alleine in der Höhle. und nun? Ich kapier's schon wieder nicht. Hallo? Wo geht's hier weiter? Kann man da hochspringen? Nö. Was war das? Und was leuchtet da rot? Was ist das denn? Irgendwie? Er sagt aber nichts dazu. Ein Luftzug. Was? Hilfe. Das ist der Gang. Geht's hier irgendwo hoch? Mi. Geräuschquelle ist der Wasserfall. Kann man den wegschießen? Auch nicht. Mann! Hilfe! Freunde, tut was. Hilf mir. Ich bin alleine in deiner Höhle. Ich habe Angst. Also dazu sagt er null. Was ist denn ja? Erkunde den Bereich des Aquariums. Den Hebel. Wir haben dort den Hebel benutzt. Geralt? Was? Wo fährt das denn jetzt hin? Wo ist meine Fackel? Ich brauche meine Fackel, sonst sehe ich nichts. Fackel? Schön. So. Schluss mit lustig. Jetzt hole ich die Fackel raus. Hallo? Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Was sagt uns das? Ein Luftzug. Da muss noch eine Höhle sein. Heißt es, geh wieder raus und such woanders?
Nee. Dachte gerade, so bekloppt kann doch keiner sein, aber nee, hier geht's auch nicht weiter. Da schimmert Licht. Ah, hier geht's wirklich nicht weiter. Also, hier ist falsch. Mehr weiß ich jetzt noch nicht, aber hier ist falsch. Auch nicht ganz sicher, was diese ganze Geschichte hier mit Ciri zu tun hat, Freunde. Die war doch nie hier. Ach so, aber der Feigling hat sie gesehen. Okay. Oh, wir hätten auch die Treppe nehmen können. Das wäre voll uncool. Okay, passt auf. Jetzt benutzen wir ein anderes Tor. Welches ist das denn? Schauen wir mal. Ist da hinten, oder? Tatsächlich. Aber das führt in die falsche Richtung. Ich glaube, das ist falsch. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Dann suchen wir mal Nummer 2. Es dürfte das da sein. Das könnte man vielleicht noch verwenden. Ah, das war's. Aber wir brauchen... Das ist ja fies. Wir brauchen den Schlüssel aus der einen Höhle und müssen dann durchs nächste Fluttor. Okay. Hab's kapiert. Ach, und jetzt sind wir wieder an der Hütte. Jetzt kommen wir da durch. Okay, hab's verstanden. Glaube ich, hab's verstanden. Na? Ein Symbol von Freya. Oh, das ist gar nicht das Haus von vorhin. Hups, da ist eine riesige Klaue. Die ist abgeschnitten worden. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Korrekt. Werwolf. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Ich weiß nicht. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger. Wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle. Ketteten mich an. Schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Erlöse ihn, Geralt. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prahlst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Der wird wiedergeboren. Morgbog. Können wir jetzt reden?
Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Klar. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? Oh, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Oh Mann. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Wie oft er die Geschichte wohl schon erzählt hat? Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh! Ich rate dir gut. Kann ich das? Ich würde ihm lieber das Rohe geben. Schmeckt ihm bestimmt besser. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit diesem Fleisch machen. Boah, können wir dem nicht eins geben und nicht 36 Stück? Geben wir ihm... Was geben wir ihm denn? Da! 4 gebratenes Fleisch. Wegwerfen, Spielerwerte... Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwag. Ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche? Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Werwolffleisch. Okay. Hä? Was hast du damit gemacht, Geralt? Ah, hier. Freunde, ich habe neulich mal einen Questgegenstand hergestellt. Also ist dieser Köder. Nee, ist doch was anderes. Es war bei Alchemie irgendein Questgegenstand. Weiß nicht genau was oder wieso und weshalb. Aber ziemlich creepy auf jeden Fall. Ist aber wohl nicht für die Quest hier. So, zum Looten gibt es hier sowieso nichts.
Also hier werde ich ein paar Mal herkommen und Pflanzen sammeln. Ist echt gar nicht schlecht hier. Nichtsdestotrotz, wie helfen wir jetzt dem Werwolf? Lasst uns mal kurz in unser Bestiarium schauen, ausnahmsweise mal im laufenden Spiel. Wir schauen wirklich nur nach Werwölfe. Verfluchte Wesen. Werwölfe. Ist ja vielleicht ein Ufhedin? Vorwiegend in Skellige, die Urform der Werwölfe. Nee, er sieht eher wie der andere aus, oder? Der hat nämlich kein Fell. Bisweilen lässt sich der Fluch, unter dem ein Werwolf steht, brechen. Doch dazu gibt es keine narrensichere Methode. Hexer mit einer solchen Form sollten daher viel Geduld mitbringen und eine zähe Rüstung. Igni. Nacht aktiv bei Vollmond. Haben wir ein Buch über Werwölfe nun mal? Wilde Jagd? Yennefers Tagebuch. Oha, das müssen wir irgendwann mal lesen. Nee, nichts über Werwölfe. Britannien. Ewige Feuer. Älteres Blut. Nekromantie. Nee. Der hat die Quest jetzt nicht angenommen. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht töten dürfen. Ah, im Wolfspelz. Okay, wartet mal. Sieht nicht aus, als wäre er wieder da. Ich wollte ihn nur töten, dass wir die Quest weiter bearbeiten können, aber das scheint jetzt erstmal nicht der Fall. Doch, da ist er wieder. Interagieren. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Ja, wie denn? Erlöse mich. Ja. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst... Ja, wie denn? Mit seinem eigenen Fleisch? Ist gar nicht drin. Mir nicht das Werwolffleisch irgendwo. Nichts? Soll das ein Witz sein? Soll das eine Ablenkung sein? Ich werde dich fangen. Ja, ja. Leb wohl. Bis bald. Also noch können wir da wohl nichts machen, Freunde. Das heißt, ich folge erstmal weiter der Hauptquest. Weil wir müssen erst rausfinden, wie wir das hinkriegen. Könnte mir vorstellen, dass wir da ein Werwolf-Buch für brauchen. So, was ist denn jetzt hier mit diesem Bereich des Herbariums oder wie auch immer das Ding heißt? Herbarium, stimmt so. Naja, was sollen wir hier noch erkunden? Ja, die Sache mit Morg war soweit klar, aber was jetzt, ist die Frage. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Er sagt, er hat viele zerrissen. Und keiner hat sich ihm vorgestellt. Ach so, vielleicht müssen wir einfach die Skelette untersuchen. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig.
Nee, nicht merkwürdig. Vollkommen logisch eigentlich. Und jetzt? Hier ist seine Klaue. Ja, nichts Neues. Ich bin ein wenig überfragt gerade. Hallo. Dann bin ich direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Nein, ich glaube nicht, dass sie dich hört. Du bist nämlich tot. Entschuldigung.